Wir haben das Problem der Segregation, auch so ein kompliziertes Wort, dass die in den deutschen Städten Leute mit niedrigeren Einkommen immer weiter rausziehen müssen und die inneren Städte immer exklusiver werden. Das lässt sich nicht einfach aufhalten mit Wegziehen, sondern dann habe ich das Problem, dass ich eben sozusagen sogenannte Problemviertel habe, wo sich die Armut ballt und damit auch die Probleme und exklusive Innenstädte, wo dann zum Teil auch Viertel abgeschlossen werden und bewacht werden. Gated Communities gibt es ja auch schon. Ja. Warum ist es denn so gefährlich, dass man, ich sag mal, diese Viertel, wo es auch Prostitution gibt, wo es auch Obdachlose gibt, wenn man die quasi in die Vorstädte verbannt? Grundsätzlich glaube ich, dass eine Gesellschaft ein Problem hat, wenn sie sich darauf kapriziert, die Probleme einfach wegzudrängen, anstatt Antworten zu geben. Mhm. Also wenn wir am Ende in einer Stadt leben, wo quasi die inneren Teile schön aufgehübscht sind für die Besserverdienenden und die Probleme sollen sich irgendwo an den Stadtrand verteilen, das wird irgendwann zurückschlagen, denke ich. Wobei, ich meine, sind wir mal ehrlich, da wo wir wohnen, wollen wir natürlich auch, dass es schön aussieht und wenn da alles runtergekommen ist, die Häuser grau sind, spricht doch eigentlich nichts dagegen, die zu sanieren und die ein bisschen schöner zu machen. Nein, das spricht überhaupt nichts dagegen. Die Frage ist sozusagen, wem nützt die Aufhübschung und wann geschieht sie? Und es spricht auch nichts dagegen, für ein Wohnviertel, wo Normalverdiener wohnen, mal was zu machen, zu investieren, vielleicht auch mal die Fassade zu sanieren. Warum soll das nur passieren? In Vierteln, die sich dann nur Leute leisten können, die in der Lage sind, 12 Euro den Quadratmeter kalt zu zahlen, was ja häufig der Fall ist. Ja. Also. Wobei, ich meine, keiner will natürlich in einer heruntergekommenen Wohnung wohnen. Wenn die saniert wird, wenn es dann für uns komfortabler wird, ist natürlich klar, dass der Vermieter die Investitionskosten über die Miete dann wieder reinholt. Was ist denn dann die Lösung? Ja, ich glaube, also wir brauchen eine grundsätzliche Wende in der Stadtentwicklungspolitik. Wir müssen, so wie das ja auch mal in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in vielen Städten angedacht und durchgesetzt wurde, brauchen wir eine soziale Stadtentwicklung, die zum Beispiel über den Bau von Sozialwohnungen kommt, über Baugenossenschaften. Baugenossenschaften sind eine tolle Einrichtung. Das sind nämlich im Grunde genommen Wohnungsbaugesellschaften, die nicht auf den Profit achten, sondern die darauf achten, dass sie günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Natürlich muss dann auch ein kleiner Gewinn gemacht werden, damit man was für die Reparaturen und die Instandhaltung zurückhält. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel dieser Gesellschaften. Bausparvereine, Genossenschaften, all das müssen wir stärken, damit in den Städten auch Wohnungen für Normalverdiener und Geringverdiener entstehen. Also in Düsseldorf zum Beispiel haben sie nur 2% auf dem Wohnungsmarkt können sich Familien mit niedrigem Einkommen leisten. 2%? 2%. Der Rest muss quasi irgendwo hinziehen, wo man dann unter Umständen 1,5 Stunden zur Arbeit fährt und so weiter. Das verändert unsere Gesellschaft zum Negativen. Ja. Protest kann sich durchaus lohnen und selbst wenn es im ersten Moment aussichtslos scheint, dranbleiben, kämpfen, es kann letzten Endes was bringen. Auf jeden Fall. Wichtig ist, dass sie sich organisieren, denn Vermieter und Investoren machen eben oft Dinge, die sie rechtlich gesehen gar nicht dürfen, weil sie davon ausgehen, dass die Leute vereinzelt in ihren Buden hocken und sich nicht trauen und Angst haben. Also immer zum Anwalt gehen, immer zu Mietrechtsorganisationen, Mieterbund, Mieter, Selbsthilfeorganisationen gehen, versuchen, sich mit den anderen Mietern ins Benehmen zu setzen, Versammlungen einberufen, um auch nach außen zu zeigen, wir organisieren uns und du kannst hier nicht einfach alles durchziehen auf unserem Rücken.